Vielleicht sind es nicht ganz genau 99%, aber es sind auf jeden Fall ganz, ganz viele, die es nicht sehen. Ja, um was geht es? Dazu habe ich dir ein kleines Bilderrätsel mitgebracht. Aber zuerst einmal. Und so, da habe ich doch gerade fast mit dem Ende dieses Videos begonnen. Aber von Anfang an. Zuerst, wie versprochen, das kleine Bilderrätsel. Schau dir dieses Bild für 5 Sekunden an. Nun, hast du dir ein Bild machen können? War es für dich ein Slum, eine Favela? Dann bist du auf dem richtigen Weg. Die Lösung folgt in wenigen Minuten. Wie gesagt, es geht in diesem Video um deine Wahrnehmung und ob du das wahrnimmst, was du wahrnimmst, also wortwörtlich. Und ja, schlussendlich geht es hier ums Zeichnen. Oft ist das, was wir wahrnehmen oder als Realität empfinden, nicht so, wie es auf den ersten Blick scheint. Das kann sich zum einen ganz konkret um eine Frage der Perspektive handeln, zum anderen sind es die alltäglichen Sachen, die unser Gehirn aus Effizienzgründen verinnerlicht hat und die uns darum nicht groß kümmern. Apropos Gehirn, unser Gehirn macht das, was es seit Menschengedenken macht. Es versucht uns möglichst energiesparend und möglichst schnell mit allen wichtigen Informationen zu versorgen, strukturiert und auf bisherigen Erfahrungen aufbauend. Hier ein ganz konkretes Beispiel. Und bestimmt kannst du es auch lesen. In der Schule haben wir gelernt, aus Buchstaben Wörter zu bilden, Wörter zu Sätzen zusammenzufügen und aus Sätzen Texte zu machen. Wir haben uns über Jahre so ein Textverständnis aufgebaut. Diese Konstellationen stellen Strukturen und Muster dar, die das Gehirn für uns parat hält, uns anbietet, wenn wir Texte lesen. Das Gleiche gilt, wenn wir in die Welt hinausschauen, wenn wir Menschen, Landschaften, Architektur sehen, dann lesen wir diese ebenso, ordnen und sortieren diese ein und speichern das Gesehene. Und hier fallen wir dann, zeichnerisch gesehen, in eine Wahrnehmungsfalle. Wieso? Nun, hier kommt endlich die Auflösung zum Bild am Anfang. Und diesmal mit dem Text dazu. Wo steht, bist du so gleichgültig, dass du es nicht bemerkt hast, dass dieses Bild auf dem Kopf steht? Es ist ein Bild aus einer Sensibilisierungskampagne für ein Hilfswerk in den brasilianischen Favelas. Es zeigt tatsächlich eine Favela, aber auf den Kopf gedreht. Sind wir nun wirklich so ignorant, wie es das Plakat behauptet? Ich meine nein, nicht vorsätzlich zumindest. Unser Gehirn arbeitet möglichst effizient und strukturiert. Die dabei gelernte Mustererkennung ermöglicht uns überhaupt, in vielen Lebensbereichen relativ problemlos zu agieren. So müssen wir nicht jedes Mal unsere Wohnung neu scannen, wenn wir den Weg zur Küche nehmen. Wir wissen bereits, wo was steht und wie es ungefähr in der Wohnung aussieht. Und somit komme ich zum zentralen Punkt, nimm wahr, was du wahrnimmst, bezogen aufs Zeichnen, genauer aufs Abzeichnen. Sei es von einer Fotovorlage oder live vor Ort. Du wirst jetzt vielleicht sagen, ja, ich schaue ja genau ab, was ich zeichne. Ich nehme das schon richtig wahr. Und ich glaube dir das. Die Krux liegt aber in deinem bereits Gelernten. Das, was dein Gehirn als bekannte Strukturen und Muster verinnerlicht hat. Und das betrifft auch das zu zeichnende Objekt. Sei es zum Beispiel ein Mensch oder eine Landschaft. Ganz konkret heißt das, beim Abzeichnen schaust du zwar schon hin, aber du ergänzt oder verwechselst unbewusst die Vorlage mit jener in deiner bereits vorhandenen Vorstellung. Also, wenn du zum Beispiel eine Jeans abzeichnest, dann weißt du bereits, wie sich eine Jeans verhält, wie sie aussieht und wie ihre Haptik ist, noch bevor du dich genau mit der Vorlage beschäftigt hast. Und dieses Wissen kommt dir in die Quere, wenn du dann deine Zeichnung mit der Vorlage vergleichst und dich wunderst, warum das noch nicht stimmt. Du hast doch genau hingeschaut, oder nicht? Richtig wäre es, statt Jeans zu zeichnen, diese nicht als Jeans zu verstehen, sondern als eine abstrakte Ansammlung von Formen und Schattierungen, die in einem gewissen Verhältnis zueinander stehen. Also zu vergessen, dass man eine Jeans vor sich hat. Du musst also dein Gehirn überlisten und Bekanntes neu sehen lernen. Und das geht sehr gut mit dieser Übung. Dazu habe ich ein Foto ausgewählt. Du kannst das Motiv später natürlich frei wählen. Und zwar gehen wir zurück an den Start und machen dies. Und jetzt kann man es abzeichnen. Es ist ein einfacher Trick, setzt aber bekannte Tatsachen gewaltig außer Kraft. Wie du sicher bereits gemerkt hast,
funktioniert er nur mit einer Fotovorlage. Es ist eine ganz wichtige Übung, wenn du deine Wahrnehmung unverfälscht verbessern möchtest. Ich habe für dieses Video diesen Versuch bereits gemacht und zeige dir die beiden Versionen, damit du die deutlichen Unterschiede sehen und die Maßnahme noch besser verstehen kannst. Dieses Video wird heute gesponsert von Schwarzte. Wir bedanken uns. Nun, ich habe mich für diese Zeichnung absichtlich nicht vorbereitet oder zeichnerisch aufgewärmt. Das ist ein erster Versuch und soll möglichst unverfälscht die beiden Endergebnisse darstellen. Bei der ersten normalen Vorlage lege ich die Zeichnung wie immer sehr rudimentär und relativ rasch aufs Blatt. Ich betrachte, wenn es eine freie oder private Zeichnung ist, die Vorlage immer als Empfehlung und nicht als Vorgabe. Darum orientiere ich mich primär an der Grundhaltung und der Dynamik der Person, Details sind dann weniger wichtig. Bei dieser Zeichnung bin ich also ziemlich entspannt und spiele relativ frei mit den Formen und den Strichen. Die Zeichnung geht mir eher leicht von der Hand, weil das früher Erlernte, also die Erfahrung, mir ganz viel Vergleichsarbeit abnimmt und ich eigene Akzente setzen kann. Details wie die Hände oder das Gesicht werden hier nur so weit angedeutet, dass sie glaubhaft erscheinen. Sie sind für den heutigen Vergleich nicht relevant und würden auch zu viel Zeit beanspruchen. So, das ist die erste Zeichnung. Soweit fertig, um genug visuelles Vergleichsmaterial zu haben. Ich lege sie beiseite und wir werden am Schluss dann beide nebeneinander vergleichen. Nun geht's weiter mit der umgekehrten Version. Und hier muss ich mich am Anfang ganz neu sammeln und zuerst innehalten, um die Vorlage einzuordnen. Die Welt steht hier Kopf und ich kann bestehende Proportionen und Körperbewegungen nicht mehr so frei abrufen, wie ich es gerne hätte. Hier muss ich mich deutlich mehr an der Vorlage orientieren und nicht den Körper oder die Kleider zeichnen, sondern mich effektiv mit Strukturen, Tonalitäten, Größen, Verhältnissen usw. auseinandersetzen. Ich lerne hier also nicht die Sachen zu zeichnen und zu verinnerlichen, sondern ich lerne hier ganz genau hinzuschauen und das auch so wiederzugeben. Spannend ist auch, dass ich mit dem Kopf unten angefangen habe, als bräuchte ich eine Art Boden, auf dem die Zeichnung aufbauen kann. So, jetzt vergleichen wir die beiden, schauen uns die Unterschiede an und was man von den beiden Ansätzen für sich selber mitnehmen kann. Grundsätzlich war ich im umgekehrten Anlauf zu gehemmt und der Linienfluss geriet ins Stocken. Sehr wahrscheinlich auch der Grund, wieso die Haltung der Person dort weniger dynamisch und mehr eingesackt wirkt. Auch habe ich Proportionen und Verhältnisse zu wenig beachtet. Allerdings gefallen mir dort einige Ansätze der Strukturen besser, wie zum Beispiel an ihrem vorderen Bein. Erkenntnisse dieser Übung sind, dass ich mehr Zeit und Geduld für genaueres Hinschauen investieren sollte. Aber auch, dass mich diese Art des Zeichnens von meiner eigenen Interpretation befreit oder abhält, je nachdem, wie man es sieht. Ich sehe es hier eher positiv, weil es mich insgesamt herausgefordert hat. Auf jeden Fall eine Übung, die ich in meinem Arbeitsprozess öfters einbauen werde. Ja, du siehst, es sind zwei Welten der Wahrnehmung. Die Resultate sprechen für sich. Probiere es ruhig mit verschiedenen Motiven aus. Menschen, Architektur, Pflanzen oder Landschaften, du wirst jedes Mal aufs Neue herausgefordert werden. Nun, ich hoffe, ich konnte dir einen weiteren Einblick ins Zeichnen und Sehen geben und dich für Neues inspirieren. Wenn dem so ist, lass gerne ein Däumchen nach oben da und lass mich unbedingt in den Kommentaren wissen, welche Erfahrungen du in diesem Zusammenhang bereits gemacht hast. Das hilft mir auch, diesen Kanal und meine Inhalte besser zu machen. Und falls du noch kein Abo hast, kannst du diesen Kanal natürlich kostenlos abonnieren. Also ganz lieben Dank dafür. Ja, ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir ganz viel Freude und Erfolg beim Zeichnen. Mach's gut, auf bald!